Cool. All scenes captured in Engine. Ja, in Engine heißt ja nichts. In Engine kann ich auch ein Video abspielen. I can fly Kampfjet in VR? Wahrscheinlich, ja. Kannst du wahrscheinlich Kampfjet in VR fliegen, ja. Aber das sollte doch klar gewesen, wenn du sagst, oh, es gibt schon Kampfflugzeuge. Sieht auf jeden Fall hübsch aus, was sie hier gemacht haben. Aber es sieht. Ist halt in Engine, also. Es könnte halt trotzdem vorrennen. In Engine heißt nur, wir haben es. Oh, oh! Forza! 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 Forza Horizon, wie es aussieht! Ja! Ja! Aber das sieht nach Afrika aus. Oder? Das ist auf jeden Fall Forza Horizon. Nice! Das sieht wieder so gut aus. Oder Australien nochmal. Gib sofort. Ja, gib, 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 gib. Das sieht harter noch Australien aus, aber Australien hat man eigentlich im dritten Teil. Von den Stränden und sowas. Oder, okay, vom Sandsturm würde ich doch sagen wieder Afrika. Wobei, oder hat Australien bestimmt auch Sandsturm. Der gelbe Sand irritiert mich. Das erinnert mich eher an Australien. Also, der helle gelbe sagt nicht Australien. Der Sandsturm, der so orange, sagt für mich Australien. Vulkane? Forza Horizon 5. Nee, nee. Kein DLC. Nur 9. November! Entschuldigung. Da habe ich gerade ein bisschen gefanboyt. Aber ich habe nicht gesagt, wo es stattfindet. I'm Mike Brown, Creative Director at Playground Games, and I can't Playground wait Games. To show you what we've been working on. Spontan Autismus, ja! Horizon is known for fun, freedom and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. Mexiko! Das ist das erste Mal, dass in rechts, oder in den letzten... Das ist dann das erste Mal, dass in den letzten Teilen in Rechtsfahrland nehmen, glaube ich. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista. Ray tracing? Rennspiel mit Ray tracing? Ich brauche neue Grafikkarte bis zum Ende des Jahres, glaube ich. Of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Please welcome Bill. Wo kriege ich diese 2000 Euro Grafikkarte her? Forza Team. Hey Mike. Hey guys, what's up? Hey everyone. Hey, what's up Mike? And we also have Abraham with us as well. Was soll das denn? He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Bienvenidos a México. I can't wait to show you what we've been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new game. Verkauft den alten Hunde vom Gelbneuten. On an adventurous journey das sieht, across also, to explore new locations. Hier versagt einfach die Codierung komplett. Ich sehe nur noch gekrissel. Leute. Hier müssen wir mal gucken, ob wir den Trailer hinterher irgendwo in einer besseren Auflösung in 4K oder so auf YouTube kriegen. Der Stream ist hier komplett am Limit. Und ja, es gibt Dschungel. Es gibt Dschungel und Wasser und das ist, glaube ich, unglaublich hübsch, aber viel zu viele Details. Ich sehe nur noch Vierecke und Artefakte. Aber es sieht geil aus. Da haben sie sich nicht gut überlegt, welchen Teil sie zeigen. Let's go and see. Hoffentlich kriegen sie Multiplayer besser hin. Weil beim vierten Teil war der Multiplayer eine absolute Katastrophe. Aber sieht echt hübsch aus. Holy shit. Sieht echt hübsch aus. Das traue ich ihnen tatsächlich zu, dass sie es so hübsch hinkriegen. Das wäre awesome. Also Forza Horizon 4 sieht heute noch gut aus und kam 2017 raus. Und es ist immer noch eins der best-looking Games auf dem PC. Und diese haben schon mal gesagt, die kriegen den Multiplayer gut hin. Also das sind andere Spieler hier mitspielen. Das wäre echt geil. Ja, ich weiß nicht, ob der Lenkrad-Support so einen hohen Prio hat bei einem Forza Horizon. Also das sieht schon echt geil aus. Das sieht echt geil aus und so viele Details, wahrscheinlich auch Objekte, die du wegballern kannst. This is a mural by Mexican artist Farid Rueda.
just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over. Okay, und die haben wohl echte Graffiti-Art aus Mexiko reingebracht. Das ist auch geil. Ey, das sieht, ey. Eliminator! While Don drives down to the beach, we'll jump der Battle Royale bleibt drin. Der Battle Royale Modus bleibt drin. Implemented with precision accuracy using photogrammetry data captured on location. Photogrammetrie haben sie benutzt. Geil. Der war gar nicht so kein Nied, der war geil. Der war geil für zwischendurch und du konntest noch mit Freunden starten und hast halt gegeneinander gespielt. Es war immer ein 1 gegen 1 und jeder gegen jeden. And thanks to the power of the Xbox Free Supra. Ich weiß gar nicht, kann der Supra über den Eliminator? Ich glaube, der Supra konnte es auch so kriegen, oder? Also das sieht wieder aus, als wäre für jeden was drin. Es ist für Leute, die in der Stadt racen wollen, was drin ist. Leute für das Dschungel, was drin ist. Wüste drin, ist Vulkan drin. Es ist hier Serpentinen drin zum Driften. Geil! Mitsubishi sind von Anfang an mit drin. Die kamen, glaube ich, letztem. Ach ne, Mitsubishi waren immer mit drin, ne? Hier kommt der Eliminator. Klar, aber das ist ja gerade Level 7 gegen Level 4. What the fuck? Da gewinnst du doch locker. Na, der erste Runde Eliminator. Achso. I want a Supra in the jungle. Der würde wahrscheinlich nicht geeignet für sein. Das ist echt hübsch. And using our unique HDR camera rig, ich hoffe, sie kriegen den Launch hin und das Netzwerk. I want Subaru the Jungle. I wish I could read. Subaru ist besser im Jungle, hast du recht. 12K Resolution. Here's Maddie again. She's joined by Abraham and some other members of the team. Our players are using Forza Link, the new AI assistant that intelligently tracks the status of you and the people you meet online and then helps you link up and play together. Oh! Also der versucht automatisch, dich mit deinen Freunden zu vernetzen, wenn du ungefähr an der gleichen Stelle bist und die gleichen Sachen fährst. Das wäre geil! Filling the scene with god rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. Ja, god rays. Im Dschungel, der Codec, ich sehe nur Vierecke. Also, das ist bestimmt super hübsch, aber da müssen wir echt gucken, dass wir den Trailer nochmal finden. Okay, und es gibt jede Menge Minigames wohl. Ganz nett. Ja, die Minigames waren noch nie ein Highlight von Forza, das Rennen war halt geil. I don't want to play Tetris. Das ist RTX und Jugger, I want to play Tetris. Okay, go up here to the left. There's loads along the main road. Da geht's. Here I go. I'll take a look in the bushes here. Okay, es sieht danach aus, dass du hier zusammen möglichst viele Punkte machen sollst im Koop sozusagen. Koop Minigames finde ich geiler als PvP Minigames, ehrlich gesagt. Ja, ein Lama Coupé. In before Fortnite Cross Promotion. Mit Forza Horizon. Oh! Sie gehen den GTA-Route mit Community-Sachen erstellen von Races und Sachen. Auch verrückte, im Hintergrund seht ihr die komischen, völlig physikalisch inkorrekte, so ein bisschen Trackmania-GTA-Sachen. Das ist geil! Lass doch verrückte Sachen in Forza Horizon machen. Forza Horizon war eh nie ernsthaft. Also da freue ich mich echt drauf, wenn die es hinkriegen, gutes Fahrgefühl zu kombinieren mit diesem Trackmania Community-Sharen von Rennstrecken und ein gutes Menü für das Rennstrecken-Aussuchen hinkriegen. Hey! Jawohl, in höheren Auflösungen. Geil. So, wo haben wir jetzt... Da haben wir den. I'm Mike Brown, creator. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new campaign mode. Das sieht richtig hübsch aus. Das sieht so viel hübscher aus. Holy shit. Raytracing auf dem Fahrzeug. Das Wasser hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Außer die Spiegelung ist ein bisschen netter. Es ist alles mehr Pflanzen von allem. Aber was sie nicht haben, ist irgendwie Fahrspuren oder sowas, was jemand vor dir hinterlässt. Was ich ein bisschen schade finde. Also so ein bisschen Snowrunner, wenn sie schon hier im Dschungel mit Schlamm sind und sowas. Das wäre schon cool gewesen, wenn sie das drin gehabt hätten.
Aber das hat Motorstorm als einziges Rennspiel, glaube ich, damals gemacht. So diese Fahrspur-Simulation. Aber das war auf der PlayStation 3, das sollten sie eigentlich heute schon hinkriegen. Aber es ist echt hübsch. Es ist sau hübsch. Holy shit. Und man unter anderem, es ist nicht vorgerendert, dann läuft es auch gerade flüssig 60 FPS. Mit viel mehr Vegetationsdichte als die Vorsatz davor. Hat sich einfach null geändert. Ja, logisch, weil die wird schon zu hart runterkodiert. Deswegen siehst du es nicht, Lena, aber... Das sieht man schon. Instant Game Over 4K-Grafik, ja, so ein bisschen. Ich habe es auf 4K gestellt, damit YouTube möglichst wenig komprimiert. Oder bis eigentlich auf, das nennt sich, glaube ich, 4K, aber es ist 2160p. Das ist echt hübsch. Es ist unglaublich detailliert. Es sieht geil aus. Moment. Aber was sie nicht hingekriegt haben, hier, seht ihr? Das Rad schwebt. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Hier, das sitzt nicht auf dem Boden. Also sowas haben sie immer nicht hingekriegt. Das ist halt einfach die Welt platziert und nicht physikalisch auf den Boden gefallen. Das ist einfach nur dorthin platziert worden und nicht physikalisch dort stehend. Leider. Was ich immer noch schade finde, aber es sind wahrscheinlich zu viele Physikberechnungen, wenn du das machen würdest auf dem Server. Forza ohne Bugs wäre kein Forza. Also, perfekt wird es wahrscheinlich nicht, aber das fällt ja wahrscheinlich nicht auf, wenn man dann dran vorbei raced. Aber das im Trailer ist schon ein bisschen peinlich. Da hätten sie es, glaube ich, besser hinkriegen können. So, 96 Spieler machen sie aber jetzt Eliminator. Ich glaube, das Eliminator in Forza Horizon 4 war mit 16 oder so. Oder mit 30 oder sowas maximal. Das war super wenig. Ne, 12, glaube ich. Ne, 12, weil das die Lobbygröße war. Jetzt machen sie 96. Das wäre geil, wenn die Online-Lobbys mit 96 Leuten laufen würden. Einfach immer. Dann würde es sogar Sinn ergeben, mal die Lobby einzuladen, weil dann deutlich mehr Leute eine Chance haben, einfach zu sagen, okay, ich fahre mit. Ja, also Sichtweite haben sie drauf. Ich jetzt auf einmal Kopfschmerzen, zu wenig getrunken vielleicht. Ich glaube nicht, dass es einen YouTube-Partner als abfilmt einfach. Doch, wahrscheinlich schon. Viele News-Outlets werden das einfach aufnehmen auf ihrem Rechner. Also es ist schon relativ häufig, dass solche News-YouTuber genau das machen. Das einfach aufnehmen und selber veröffentlichen für easy Klicks, weil das meistens nicht gecopyright-striked wird, weil natürlich viele Leute reacten. Weil zu geile Grafik. Anders Gamer Boner ist also im Kopf und verursacht Kopfschmerzen, das würde ich aber nicht haben wollen. And using our unique HDR camera rig, we captured 24-hour shoots of real Mexican skies at 12K resolution. Achso, die 12K Resolution, sie haben 24 Stunden reale Aufnahmen von Mexiko gemacht mit 12K Auflösung, also Videoauflösung, um das dann nachzubauen und das Gefühl in Forza zu übertragen. Das war vorhin diese 12K Auflösung. Das haben sie gerade gesagt. Ich glaube, ich kann sie wieder ein bisschen lauter machen. Hast also keinen Durst, dann musst du dich ein bisschen zwingen, was zu trinken. Also nehmen würde Raytracing machst, kannst du halt Lichtberechnung super smart machen. Das ist schon ganz geil. Anscheinend einen aktiven Zug zu geben auf der Map. Das finde ich auch geil. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Schluck du, Lena. Here we see our new volumetric lighting system filling the scene. Ja, volumetric lighting existiert seit 15 Jahren oder sowas. Das ist nicht so speziell. Aber ich habe trotzdem Bock drauf. Also das ist halt neuer Forza Content. Bill accepts and they're seamlessly linked together with their GPS route set. Okay, du kannst direkt mit den Leuten, mit denen du rumfährst, die einfach in eine Party einladen und die dann links deine GPS routen. Cool. Can you stop the train? CJ! CJ musste mit dem Train mitfahren. Here I go! I'll take a left in the bushes here.
I take it through the bushes. Oh, there's a couple more over here. Sweet. While the team, das war so fake. Das war so fake, diese Voice Chat. Why? Aber das finde ich cool. Also sie hier sagen, okay, du kannst Minigames und Strecken bauen und Challenges createn mit einem sehr kreativen und offenen Editor, dass es nicht realistisch sein muss. Finde ich echt geil. Finde ich echt, echt geil. Das, wenn das ordentlich einbaut, man sieht es hier im Hintergrund. Da hatten wir es gerade gesehen. Halt, wo war's? Lade schneller, du Stück. Nee, so weit wollen wir nicht. Wo war der Hintergrund? Ihr bekommt's gleich. Der Hammer EV ist auch da. Oh, guck mal, was hier oben ist. Hier ist wieder der Unimog. Der Unimog ist auch wieder drin. Das hier meine ich im Hintergrund. Das sieht sehr nach Trackmania aus. Hier, die Strecken. Und sind halt logischerweise physikalisch inkorrekt, aber wenn sie das erlauben, einfach nur, dass du so kreative Strecken machen kannst, das wäre echt awesome. Unimog Senpai, ja, hier oben ist er wieder. Also, das wäre echt nice. Das wäre echt nice. Most fun, most beautiful. Also most beautiful sollte es sein und most fun, wenn man sehen, wenn es rauskommt. 9. November. Ich glaube, ich muss im November wieder mal frei nehmen. I guess. Ich glaube, ich muss im November wieder mal frei nehmen. So. Also das war... Für mich hat diese Pressekonferenz bis jetzt alles erfüllt, was ich haben wollte. Tatsächlich einfach alles erfüllt, was ich haben wollte.